Eine unzeitige Geburt. Frankfurt, 4.9.2015. Der IT-Fachmann, der Alex-Server regelmäßig wartete, konnte sich auch nicht erklären, was an dem vorgegangenen Tag vorgefallen sein könnte. Er fand keinerlei Änderungen an der Software, im BIOS oder sonstigen Einstellungen des Geräts. Alles war unverändert und die Rechenleistung des PCs war auch wieder normal. Da kann ich nichts machen, das Gerät läuft einwandfrei. Ich habe das NAS untersucht und auch das Netzwerk gecheckt, aber es gibt keine Hinweise darauf, dass irgendetwas defekt wäre oder dass vielleicht Daten gelöscht worden wären. Der Mann zuckte mit den Schultern, schrieb seine Zeit und die Art der Tests auf, die er durchgeführt hatte, überreichte Alex einen Durchschlag und verabschiedete sich. Alex setzte sich wieder an seinen PC und vertiefte sich in die Texte, die er seinerzeit geschrieben hatte. Er war jetzt älter und erfahrener im Abfassen von schriftlichen Stellungnahmen. Zufrieden nickte er, als er in seinen alten Notizen die ständigen Verweise auf Bibelstellen fand, mit denen er damals versucht hatte, alles am Text der Bibel zu erklären und seine Thesen zu argumentieren und abzusichern. Langsam tauchten alle seine damaligen Gedanken wieder vor seinem inneren Auge auf und er fand es wert, sich in den nächsten Wochen nochmals detailliert mit dem Thema auseinanderzusetzen. Er erinnerte sich daran, dass ihn damals 1. Thessalonicher 5 sehr beeindruckt hatte, denn mit dem Wissen um die Wiedergeburt Jerusalems war es ihm möglich, diese Bibelstelle sehr genau zu verstehen. Außerdem war plötzlich deutlich, dass Paulus mit dem Ausdruck »der Tag des Herrn« nicht die Entrückung meinte und auch nicht die Wiederkunft Jesu in Macht und Herrlichkeit auf dem Ölberg am Ende der Zeit, sondern Paulus meinte den Tag der Wiedergeburt der Stadt Jerusalem. Denn im Text verband Paulus den sogenannten Tag des Herrn kausal durch das Wörtchen denn mit dem unerwartet kommenden Unheil und den damit verbundenen Wehen. Das würde bedeuten, dass es in der Endzeitgeschichte Gottes neben dem Tag der Entrückung und dem Tag der Wiederkunft Jesu Christi auf dem Ölberg noch einen dritten Tag gäbe, der bislang nicht bekannt war, und das wäre der Tag der Wiedergeburt Jerusalems. Es wurde nun auch deutlich, was Paulus mit dem Ausdruck »der Tag des Herrn« meinte. Der Tag des Herrn war hier nicht allein ein Tag des Gerichts, sondern es war vor allem der Tag, der den Zeitpunkt der Wiedergeburt Jerusalems beschrieb. Alex hatte den Eindruck, als ob er plötzlich hinter den Text schauen konnte. Er wusste von dem Tag der Wiedergeburt Jerusalems und auf dieses Wissen traf nun die Formulierung, die Paulus in 1. Thessalonicher 5 wählte. Beides verband und ergänzte sich gegenseitig und machte den Text geradezu plastisch. Das lebendige Wort Gottes erschien vor seinen Augen. Alex wurde plötzlich klar, dass es nicht half, allein die griechischen Vokabeln nachzuvollziehen. Sicherlich war das nicht schädlich oder falsch, aber man konnte den Text erst dann wirklich verstehen, wenn Gott Licht für die Zusammenhänge und deren eigentliche Bedeutung gab. Sonst blieb man im Buchstaben hängen. Aber wenn Gott die Texte öffnete, war es, als ob man gleichsam hinter die Buchstaben blicken konnte. Was wäre eigentlich, dachte Alex, wenn mein PC so leistungsfähig wäre, dass ich jede einzelne Aussage der Bibel in ein logisches Raster eintragen könnte, wäre es dann möglich, prophetische Aussagen zu treffen? Was für ein interessanter Gedanke, die Bibel mit dem PC zu durchforschen. Alex dachte dem Gedanken eine Weile nach, aber dann wurde ihm klar, dass allein logische Verknüpfungen nicht helfen würden. Es brauchte, und hier stockte er zunächst etwas, es brauchte tatsächlich Gottes Geist. Ja, so banal es auch klang, aber ohne Gottes Geist und ohne Gottes Hilfe war es schlichtweg nicht möglich, Gottes Wort zu verstehen. In dem Moment schließlich, in dem Alex die Wiedergeburt Jerusalems als biblisch begründetes Faktum voraussetzte, war 1. Thessalonicher 5 für ihn sehr leicht zu verstehen. Es erstaunte ihn immer wieder aufs Neue, welch tiefe Kenntnis der Apostel Paulus für Gottes Wort gehabt haben musste, wenn er dieses Geheimnis der Wiedergeburt Jerusalems aus dem Alten Testament erkannt hatte. Und nicht nur das. Er hatte es den Thessalonischern auch weitergegeben. Sonst hätte Paulus die Verse in dem Kapitel nicht so formuliert. Denn er schreibt ja von den Zeiten und Stunden, liebe Brüder, ist es nicht nötig, euch zu schreiben, denn ihr selbst wisst genau. Paulus war tatsächlich nicht nur der große Völkerapostel, sondern auch ein großer Prophet. Aber geglaubt hat ihm das zu seinen Lebzeiten auch kaum jemand, dachte Alex. Er lehnte sich zurück, griff zu seiner Bibel und wollte erneut 1. Thessalonicher aufschlagen, um die Stelle nochmals genau nachzulesen. Beim Aufschlagen der Bibel blieb sein Blick jedoch an einem Vers in 1. Korinther 15 hängen. Dort schreibt Paulus,
Denn als erstes habe ich euch weitergegeben, was ich auch empfangen habe, dass Christus gestorben ist für unsere Sünden nach der Schrift und dass er begraben worden ist und dass er auferstanden ist am dritten Tag nach der Schrift. Er las diese Verse sehr aufmerksam durch und verstand, dass auch Paulus seine Aussagen immer wieder an der Schrift festgemacht hatte. Paulus, der nach seiner Aussage bis in den dritten Himmel entrückt worden war und dort Unaussprechliches gehört hatte, argumentierte dennoch, wenn er Lehrmeinungen weitergab, stets anhand der Bibel und ihrer Texte. Fast schrieb Paulus wie ein Jurist, wenn er die betreffenden Gesetzeswerke zitierte, um sein Plädoyer abzusichern und zu argumentieren. Alex verstand, dass Paulus allen Christen hiermit ein Vorbild gab, ebenso zu verfahren. Es war ein Wunder, dass das Alte Testament so voller, für die damaligen Schreiber, unverständlicher Aussagen war, die erst nach dem Tod und der Auferstehung Jesu Christi verständlich wurden. Durch Gottes Geist, so dachte Alex, verstehen wir auch das Alte Testament in einem neutestamentlichen Sinn. Genauso hatte auch Jesus mit Nikodemus gesprochen und so war eigentlich die ganze Bibel aufgebaut. Keine Aussage im Neuen Testament war ohne gründliches Zitat aus dem Alten Testament und belegte damit die Inspiration der alten Texte. Für den Christen war und ist dies ein untrüglicher Beweis dafür, dass die Bibel im Alten und im Neuen Testament Gottes Wort ist. Luther, so dachte Alex, wollte eigentlich Jurist werden, aber dann wurde er Theologe. Aber das juristische Denken und Argumentieren, das hatte er sich sicher auch vom Apostel Paulus abgeschaut. So war Luther im besten Sinne des Wortes eine Art Advokat im Dienste des Evangeliums geworden. Als er den Text in 1. Korinther 15 weiterlas, traute er seinen Augen nicht. Schon wieder war hier die Rede von Geburt. Nun bezog Paulus diese Geburt auf sich selbst. Und dass er, also Christus, bei seiner Auferstehung gesehen worden ist von Kephas, danach von den Zwölfen. Danach ist er gesehen worden von mehr als 500 Brüdern auf einmal, von denen die meisten noch heute leben, einige aber sind entschlafen. Danach ist er gesehen worden von Jakobus, danach von allen Aposteln. Zuletzt von allen ist er auch von mir als einer unzeitigen Geburt gesehen worden. Moment mal. Paulus beschrieb sich als eine unzeitige Geburt. Das war aber eine seltsame Formulierung. Paulus lebte doch zu der Zeit, in der jeder Mensch, ob Jude oder Heide, zur Wiedergeburt kommen sollte. Das war doch gerade der Auftrag des Paulus, der als Völkerapostel das Evangelium in alle Welt trug. Warum beschrieb er sich selbst als eine Geburt zur falschen Zeit? Er ging zu seinem Bücherregal und suchte die einschlägigen Regelwerke. Mittlerweile hatte er sich mit mehreren Bibellexika eingedeckt und außerdem hatte er auch den Zugang zu verschiedenen Foren im Internet, die sich mit biblischen Themen auseinandersetzten. Über das Internet waren ihm fast alle Bibelübersetzungen zugänglich. Er vertiefte sich in den Text aus 1. Korinther 15 und suchte in allen ihm zur Verfügung stehenden Quellen Erklärungen hierzu. Manche Theologen waren der Auffassung, dass Paulus sich selbst als Missgeburt betrachtete. Hier eine kurze Anmerkung. H.W. Hollander und G.E. van der Hout befassen sich im Novum Testamentum 38 von 1996 auf den Seiten 224 bis 236 mit Paulus' Selbstbezeichnung als Fehlgeburt. Folgende Deutungen seien angeblich möglich. A. Fehlgeburt als Monster, als dass Paulus von seinen Gegnern angesehen wurde. B. Fehlgeburt als totgeborener Säugling, womit Paulus auf seine wenig ruhmreiche Vergangenheit als Christenverfolger anspielen würde. C. Fehlgeburt als zu früh geborener, noch nicht vollständig entwickelter Säugling, was darauf hinweisen würde, dass Paulus in der Zeit vor der Bekehrung noch nicht das war, was Gott ihm als Dasein zugedacht hatte. Und D. Galater 1, Vers 15 als erhellende Parallele, nämlich Paulus als Fehlgeburt, insofern er entgegen seiner eigentlichen Bestimmung gehandelt hat. GWE Nickelsburg, 1986, auf den Seiten 198 bis 205, interpretiert den Begriff Fehlgeburt im Lichte von Galater 1, 15. Paulus betrachte sein Leben vor der Bekehrung als der eigentlichen Bestimmung entgegengesetzt. Damit sei es einem embryonalen Zustand zu vergleichen. Manche Theologen also waren der Auffassung, dass Paulus sich selbst als Missgeburt betrachtete, die von den übrigen Aposteln nicht anerkannt worden wäre.
Andere ergingen sich in detailreichen Analysen der griechischen Worte, die Paulus hier geschrieben hatte. Aber keiner drang zum Kern des Themas vor. Es schien Alex, als ob alle in einem dunklen Raum mit der Hand einen Gegenstand zwar ertastet hatten, ihn aber nicht wirklich sehen, erkennen und verstehen konnten. Sie kreisten mit ihren Gedanken um die Formulierungen des Paulus und interpretierten Aussagen hinein, die so hilflos klangen, dass sie zum Verständnis der Bibelstelle nicht wirklich beitragen konnten. Alex war an seine erste Suche vor vielen Jahren in Aachen erinnert, als er vergeblich nach einer Erklärung für Hiskias Äußerung in 2. Könige 19 gesucht hatte. Er erinnerte sich daran, dass er damals Gott selbst im Gebet um Licht gefragt hatte, und das tat er jetzt auch wieder. Er bat Gott, ihm den Text zu erklären, so wie er das bereits schon einmal getan hatte. Als er sein Gebet beendet hatte und seine Augen öffnete, rief ihn seine Frau zum Mittagessen. Er legte also die Bibel beiseite, ging in die Küche und setzte sich zu Tisch. Sie unterhielten sich über den Bibeltext, aber auch seine Frau hatte keine Erklärung hierfür, verwies ihn aber darauf, dass in der Scofield-Bibel eine Fußnote zu dem Text enthalten sei. Nach dem Essen nahm Alex die alte Bibel aus dem Regal und schlug wieder 1. Korinther auf. Scofield war der Auffassung, dass Paulus eine Frühgeburt sei, die vor der nationalen Wiedergeburt des Staates Israel zum Glauben gekommen sei. Diese nationale Wiedergeburt des Staates Israel würde erst am Ende der Zeit geschehen, so Scofield. Und deswegen sei Paulus der Meinung, er sei eine Frühgeburt. Alex dachte nach. Nach seinem Wissen gab es in der ganzen Bibel keine einzige Aussage darüber, dass irgendwann ganz Israel als Nation wiedergeboren würde. Paulus sprach zwar in Römer 12 davon, dass ganz Israel gerettet würde, aber da stand nichts davon, dass ganz Israel wiedergeboren würde. Irgendwie erinnerte ihn die Anmerkung von Scofield an den hilflosen Verweis seiner Geschwister auf die Hesekiel-Stellen. Scofields Meinung, so sehr Alex ihn auch als Bibelausleger schätzte, schien ihm irgendwie nicht stichhaltig zu sein. Er setzte sich an seinen PC und schaute nochmal seine Notizen zu dem Thema durch. Da fiel ihm Folgendes auf. Es gab eine Bibelstelle in Jesaja 66, die von der Wiedergeburt Jerusalems ohne Wehen sprach. Beim Lesen erinnerte er sich an seine Studienzeit und an seine Kommilitonin Ulla. Jesaja 66 handelte aber von dem Pfingsten, das vor 2000 Jahren in Jerusalem stattfand. Okay, sagte Alex sich, die Stadt Jerusalem wird nach dem, was ich jetzt weiß, zweimal Wiedergeburt erleben. Einmal war das vor 2000 Jahren zu Pfingsten, damals ohne Belagerung und somit ohne Wehen. Davon sprach Jesaja 66. Und dann wird es am Ende der Gemeindezeit eine zweite Wiedergeburt Jerusalems geben, dann aber mit Belagerung, also mit Wehen. So weit, so gut, dachte Alex. Aber Paulus kam ja eigentlich zwischen diesen beiden Zeitpunkten zum Glauben. Er kam also zu keinem der beiden Zeitpunkte zum Glauben, den das Alte Testament der Stadt Jerusalem vorherbestimmt hatte, weder zu Pfingsten vor 2000 Jahren noch am Ende der Gemeindezeit. Denn als vor 2000 Jahren Pfingsten in Jerusalem geschah, da war Paulus noch Jude und verfolgte die Gemeinde. Wenn aber Jerusalem am Ende der Zeit wiedergeboren wird, dann wird Paulus schon bei seinem Herrn sein. Das ist also der Grund, warum Paulus sich selbst als eine Geburt zur Unzeit beschrieb. Das griechische Wort lässt, soweit Alex nachgelesen hatte, nicht zu, dass man daraus einen früheren oder späteren Zeitpunkt ableitet, so als ob er eine Frühgeburt oder eben eine Spätgeburt sei. Es heißt hier lediglich, dass er zur falschen Zeit geboren war. Jetzt verstand Alex. Paulus wusste von der Wiedergeburt Jerusalems, die zu Pfingsten einige Jahre vor seiner Bekehrung stattgefunden hatte und die er sehr wahrscheinlich auch aus Jesaja 66 im Alten Testament nachvollzogen hatte. Und laut 1. Thessalonicher 5 wusste Paulus auch von der zukünftigen Wiedergeburt Jerusalems. Bei beiden Zeitpunkten war er oder wird er nicht anwesend sein. Denn er war zwischen diesen beiden Zeitpunkten zum Glauben gekommen und genau das war der Grund, warum er sich als eine Geburt zur Unzeit beschrieb. Alex hatte einen weiteren wichtigen Punkt für seine Sichtweise gefunden. Das Wissen über die Wiedergeburt Jerusalems war tatsächlich wie ein Schlüssel, mit dem er plötzlich neutestamentliche Stellen aufschließen konnte, die bislang dunkel und unverständlich waren. War das nicht ein deutliches Zeichen dafür, dass seine Auffassung richtig war? Ja, natürlich. Er lehnte sich zurück. Jerusalem hat Jesus abgelehnt, dachte er.
Und jetzt verschenkt Gott dieses große Geheimnis der Wiedergeburt an alle Menschen auf der Welt. Wer immer zu ihm kommt, Jude oder Heide, den beschenkt er mit seinem Geist, schenkt ihm ein neues Herz. Und mehr noch, er darf zur Wiedergeburt finden in Christus. Was für eine große Chance für alle Menschen und was für ein Drama für sein Volk, diese Gnade nicht erkannt zu haben. Alex schlug nochmals Jesaja 66 auf und las die Zeilen. Vielleicht enthielt Jesaja noch weitere Aussagen zur Wiedergeburt. Er ging an den Anfang des Buchs und blätterte die Seiten durch. Seine Augen überflogen Zeile für Zeile. Schließlich kam er zu Jesaja 7. Hier war die Rede von König Ahas, dem Vater Hiskias. Auch zur Zeit von König Ahas wurde die Stadt Jerusalem belagert, und zwar von einer Koalition zwischen Syrien und dem Nordreich Israel, die beide gegen Jerusalem zogen, um dort den Sohn Tabeels, wahrscheinlich einen Transjordanier, zum König zu machen. Erstaunlich. Auch zur Zeit des Königs Ahas wurde also Jerusalem von fremden Truppen und sogar vom Nordreich Israel selbst belagert. Dabei wurde dem König Ahas auch eine Geburt als Zeichen gegeben. Jesaja 7. Und der Herr redete abermals zu Ahas und sprach, fordere dir ein Zeichen vom Herrn, deinem Gott, es sei drunten in der Tiefe oder droben in der Höhe. Aber Ahas sprach, ich will's nicht fordern, damit ich den Herrn nicht versuche. Da sprach Jesaja, wohlan, so hört, ihr vom Hause David. Ist's euch zu wenig, dass ihr Menschen müde macht? Müsst ihr auch meinen Gott müde machen? Darum wird euch der Herr selbst ein Zeichen geben. Siehe, eine Jungfrau ist schwanger und wird einen Sohn gebären. Den wird sie nennen Immanuel. Butter und Honig wird er essen, bis er weiß, Böses zu verwerfen und Gutes zu erwählen. Denn ehe der Knabe lernt, Böses verwerfen und Gutes erwählen, wird das Land verödet sein, vor dessen zwei Königen dir graut. Auch diese Bibelstelle hatte Scofield kommentiert. Er war der Meinung, dass mit Immanuel Jesus Christus gemeint sei und die Jungfrau sei hier Maria. Er verstand sehr wohl, dass das Zeichen der Geburt Jesu Christi, die ja erst viele Jahrhunderte später stattfand, kein Zeichen für den gottlosen König Ahas zu seiner Zeit sein konnte. Scofield erklärte dies damit, dass das Zeichen der Geburt, das dem König Ahas gegeben wurde, für das ganze Haus Israel durch die Zeiten hinweg gelten würde, bis Jesus Christus schlussendlich geboren worden sei. Dieser Auffassung konnte Alex nicht wirklich folgen, denn wenn mit Immanuel Jesus Christus gemeint war, warum muss er dann erst noch lernen, Böses zu verwerfen und Gutes zu erwählen? Wusste das Jesus nicht von Anbeginn? Und wurden zur Geburtszeit Jesu Israel und Syrien verwüstet, wie Jesaja dies schrieb? Nein. Auch diese Aussage passt also nicht auf die Geburtszeit Jesu, dachte Alex. Das ist eine sehr komplizierte Bibelstelle. Auch hierfür wollte er den Herrn um Licht bitten, aber es sollte noch einige Monate dauern, bis er die Passage endgültig verstehen sollte. Und außerdem wäre er dann nicht mehr in Frankfurt, sondern in Jerusalem.